Wieso ist noch rum? Der Würze steht nur rum. Entschuldigung, hat aber gerade gepasst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Mittelalterstudio Windtor. Das neben mir ist der Groschi. Moin. Und auf der anderen Seite der Würzel. Hallo. Und ich bin der Kumpel. Und heute haben wir den Schneider Franz für euch. Der hat beste Gewänder. Tja, der Franz, der kann's. Der Franz, der kann's. Ja, der ist auch ein ganz toller. Huch. So, da ist er. Franz. Der Franz ist auch im Ort bekannt, weil er einen sehr großen Topf hat. Nadel. Einen sehr großen Nadeln. Da seht ihr eine schöne hölzerne Außentreppe. Die ist cool. Ja, ich finde die auch toll. Ich krieg sowas einfach nie hin. Hölzerne Außentreppen. Ja. Kann man sogar außen gehen. Versuch und Irrtum. Sag ich da nur. Dann sehen wir hier, das Haus ist vorgebaut. Ja. Hängt da so über. Und oben das Stockwerk ist zurückgebaut. Da gucken wir auch nochmal. Hat sozusagen einen Bauch. Ja, hat einen Bauch, das Haus, genau. Und oben das Dach hängt natürlich nicht über, warum auch? Weil da muss man nichts vor Regen schützen. Keine Leute, die unten langlaufen oder so. Das ist irgendwie... Ja, sonst wäre ich nass. Ja, da, deshalb hängt es ja da über. Da hängt es über. Also da. Und da nicht. Also da. Duk, 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 duk. Ja, wenn man am Busch vorbeiläuft, wird man aber nass. Ja. Da nicht mehr. Genau. Aha. Und hier seht ihr wieder mal die typische Flusshausenbauerei. Man hat den Platz genutzt, den man hatte. Deshalb muss auch oben das Stockwerk überhängen. Weil unten war ja gar nicht genug Platz. Da ist ja schon wieder ein Hang mit Steinen. Ist fest. Und ein Groschi. Hallo. Huch, das war daneben. Jetzt nochmal bitte. Wir haben gerade eine sehr interessante Perspektive. Hallo. Da oben ist er. Da oben ist er. Ich lasse mich jetzt da gleich mal zu Boden sinken. In einer eleganten Sinkerittes. Oh ja. Wir kommen über den Busch. Ab durch die Hecke. Ihr kommt aus dem Busch. Ab durch die Hecke, genau. Ja. Also dann. Wer will den Keks? Der ist im Haus. Stimmt, wir müssen ja die Chips holen. Ha. Hinein. Erstmal Werkstatt. Nein, das ist nicht nur eine Werkstatt, das ist ein Ladengeschäft. Stimmt. Also Ladengeschäft mit Werkstatt. Ja, nur Huschi. Ha, gleich gesitzt. Nee, hier muss man ja sitzen, ey. Stimmt. Mhm. Nee, ja. Da kann man sitzen. Da wird ein Maß genommen, zum Beispiel an den Beinen. Das geht aber in Stehen besser. Ja, auch. Ja, dem, was denn so gemessen wird. Und stille stehen. An dem mit der Nadel pieksen. Boah, immer. Pieks, pieks. Ey! Muss ja Bein halten. Bein halten? Was hier? Da hinten ist eine kleine Schneiderei. Also... Die Werkstatt sozusagen. Wow. Ah, hier hängen Muster. Mhm. Hier hängt, Stoff von in Bahnen von der Wand. Da hängen die Ballen, genau. Der trinkt beim Arbeiten Bier? Das war früher so. Geh mal bitte kurz nach links. Nach links? Ja, noch ein Stück. Ich muss noch ein Stück, ich muss auf jemanden zoomen. Bier? Ja, die haben im Mittelalter oft Bier getrunken, weil es halt die Mahlzeiten ersetzt hat. Ja, ich weiß. Aber ich habe so einen Verdächtigen. Ja, wir haben doch einen Spezialisten, der das überall verteilt. Ja. Das ist der sogenannte Bierbringer. Der Bierbringer. Ich hätte gedacht, sowas nennt sich Kellner. Ach so. Na gut, der ist schon mal hochgegangen, glaube ich. Ja, der schlingelt schon im nächsten Stock. Hm? Ah, Treppe. Wohnbereich.
So, hier haben wir eine große Küche. Da ist Holz, da ist ein toller Ofen. Eine Wohnküche. Und ein Arbeitsbereich. Das ist die große, große. Kann man sich sitzen? Ah, man kann sitzen. Was ist da in dem Schrank? Hier. Ich stehe gerade so günstig davor. Da kannst du das mal aufmachen gerade. Aha. Das ist gar kein Schrank, das ist eine Speisekammer. Da muss ich näher ran. Aha. Aha, also ein Speisekammerschrank. Mit Besen. Mit Besen und Käse und Brot und Schinken und Eimer. Lagerkammer sozusagen. Ja. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre es besser, wenn wir nicht zu dritt da drin rumhupsen, oder? Na gut. Ja, das kann sein. Komm hinein und gucke. Ah, das sieht nach einem Kinderzimmer aus. Zumindest liegt ein Creeperkopf auf dem Boden, aber kein Bier. Es ist SpongeBob. Das ist SpongeBob. SpongeBob Creeperkopf. Ja. Ja. Meine Herren, dürfte ich Sie kurz zu mir aufs Bett bitten? Moment. Nein, nein, keine Zeit. Bitte mit aufs Bett kommen. Bitte, auch du oder auch du. So, schaut mal da hoch. Beachtet mal die Schnitzereien an der Blende. Ah. Also, wirkst du jetzt Augen sehen? Wunderprächtig aus von innen so. Moment. So, jetzt. Ja, aber das ziemlich, hat von außen ziemlich sehr unheimlich aus. Und Schädel. Ja, ja. Deine Haare brennen. Was? Deine Haare brennen. Jetzt hat er eine Glatze. Oh jetzt Gott. Hat er eine Glatze und deine Haare, deine Stirn brennt. Okay, das ging ja gerade noch mal gut. Ist das dann eine Glatze oder eine Brandblase? Meines. Ich schlüpfe dann mal da rein. Achtung, attention please, der Sachse, der in New York einen Weihnachtsbaum kauft. Attention please. So. Was ist da drin? Achso, da waren zwei Kisten, ne? Ja. Ja, das ist ein kleines Schlafzimmer für die Eltern. Das ist schön eigentlich. Prost. Ich guck mal gerade aus dem Fenster. Oh. Schrank, Kommode, Spiegel. Meine Güte. Da haben wir mal wieder unsere geliebte Novara, die da wieder rumtreibt. Das ist eine alte Rumtreiberin übrigens. Ja. Da gibt's doch auch so ein Sprichwort. Hier ist ne? übrigens das Fenster hoch zum Lüften, ne? Ja, habe ich schon gesehen. Und ich glaube, die Zuschauer auch. Gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Formwürxel gesehen habt. Da kann sich auch was gefasst machen. Shitstorm! Huch! Wir sind schon oben. Ja, ja. Da hängen ein paar Klamotten. Da hängt ein Würxel. Hier hat man noch einen schönen, naturbelassenen Blick. Naja, ein bisschen Rauch ist auch im Wald. Und hier oben wohnt einer der... Oder hier wohnt der... Fahrer des Fuhrmanns, einer. Ja, je nach von hier arbeitet. Unten, also unten war ja auch die Wohnung von Franz, richtig? Von ne? Franz, genau. Der hat hier oben vermietet. Genau. Und deshalb wohnt hier der mit seiner Frau. Wenn sie Kinder haben sollten, schlafen die mit im Bett. Ist halt wirklich eine kleine Angestelltenwohnung im Mittelalter. Ja. Ja, vielleicht kann er sich ja dann auch einen Ort richtig was leisten, irgendwo was drunter. Hier ist die Küchenstube. Was machst du mit deinem Popo und der Wand? Weiß ich nicht. Oh, die haben einen Kanonenofen. Oha. Ja, stimmt. Hier, Kanonenofen. Da kann man, nein, das ist eine Bratenröhre. Da kann man, das war früher auch wirklich eine Röhre, deshalb heißt das ja so. Ja. Bei den, ja. Das war nicht so groß wie heute. Aber das ist ein toller Ofen auch hier oben. Moment. Und ja, ihr das seht? Da rein, aber... Oh, da hätte ein neues Kruzifix hingekonnt. Ja, haben wir übersehen. Das Hühnchen in den Ofen. Ja, was, das Hühnchen in den Ofen? Ja, du hast ein Hühnchen, musst den Ofen machen. Wo? Da. Oha, aber ich habe keine Kohle. Egal. Wo kam das Hühnchen her? Aus dem Ofen. Aus der Röhre. Und hier können wir nochmal gucken, bis zum Küferhaus. Das seht ihr da. Das ist ein Fenster. Hinten ist auch die Dorfkirche von Flusshausen. Der Blick aus unseren Fenstern ist doch immer wieder toll. Ja, man muss viel öfter aus Fenstern gucken. Und jetzt wird der Gloschi gleich traurig. Warum? Weil wir sind schon am Ende. Oh, Ente. Am Ende, ja. Das war doch aber Hühnchen. Oder am Gans.
Es ist eben alles ganz Franz hier, ne? Ja, dann machen wir mal die Tür zu. So. So, wie es dann weitergeht in Flusshausen, müssen wir noch kurz besprechen. Können wir nichts zu sagen. So. Wir können nur Tschüss sagen. Und, was machst du in mir? Beachte bitte meine nicht vorhandene Körperlichkeit. Piep, piep, piep. Was ist das? Oh, die Taste. Jetzt. Also, schaut bei Facebook vorbei und besucht uns auch wirklich mal bei Blended Minecraft und gebt uns eure Diamanten. Das ist eine internationale Webseite. Und wenn ihr als unsere deutschen Abonnenten uns da keine Abonnenten gibt, Diamanten gibt, wer denn dann sonst? Ne? Das ist halt immer die Sache. Wir müssen da zusammenhalten und unsere Downloads in die Welt tragen, weil ich denke, da hat jeder was von, wenn das bekannter ist. Bringt uns ja nichts ein, außer dass irgendjemand Freude damit hat. Das musst du ihn erstechen, bevor ich Cut mache. Kannst du ihn nicht danach erstechen? Halt, was ist hier mit deinem Stechen? So hat mich geplant. Der hat dir gerade durch den Bauch ein Messer gerammt, von hinten. Das ist ein elendiger mittelalterlicher Meuchelmörder-Würxel. Gar nicht wahr. Ich bin ein Bandit. Mhm. Hättest du nicht einfach den Beutel schneiden können, anstatt den Beutelbesitzer? Du alter Beutelschneider. Ja, wäre effektiver. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt mal. Der Groschi ist zu verängstigt, um sich da wieder rauszutrauen. Ich sag danke fürs Einschalten und seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss! Ciao. Jetzt hat er den Bauch. Ah, sowas.